Das folgende Video beschäftigt sich mit der Evaluierung von Mensch-Computer-Schnittstellen. Wir haben im vorigen Video schon gesehen, dass die Entwicklung von Schnittstellen ein zyklischer Prozess ist, nämlich aus Entwicklung und Bewertung. Und mit diesen Ergebnissen einer Evaluierung kann man die Schnittstellen dann den Bedürfnissen der Nutzerinnen weiter anpassen. Eine Normierung der Benutzerinnen ist relativ schwer. Deswegen erstellt man meist Nutzerinnengruppen mit gemeinsamen Bedürfnissen und versucht, pro Gruppe ein möglichst gutes oder optimales Ergebnis zu erzielen. Im Folgenden wird Renate Motschnig Ihnen Formen der Evaluierung von Mensch-Computer-Schnittstellen vorstellen. In diesem dritten Video geht es um Qualitätsmerkmale und die Evaluierung von Mensch-Computer-Schnittstellen. Was sind die Ziele der Evaluierung? Hier will man sich ansehen, welche Lösung ist besser. Ich hatte zuvor schon erwähnt, dass Prototypen erstellt werden, Teilsysteme, Skizzen, und daraus soll dann die ausgesucht werden aus diesen verschiedenen Alternativen, die den Benutzern am besten entspricht. Weiteres Ziel zu schauen ist, wie gut ist jetzt eine vorgeschlagene Lösung? Oft werden zuvor schon vorab definierte Usability-Ziele oder Normen gefordert und dann wird eben getestet, evaluiert, wie gut diese Ziele erreicht sind. Und auch ist es wichtig zu schauen, wo sind die Schwachstellen? Was ist noch schlecht? Womit sind bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen nicht zufrieden? Was ist das Wichtigste, was wir verbessern müssen, um in Produktion zu gehen? Das sind also die wesentlichen Ziele so einer Evaluierung. Und diese Evaluierung kann und soll auch in verschiedenen Formen geschehen. Einerseits formativ, also während der Erstellung einer Schnittstelle. Andererseits dann aber auch summativ, sobald das Produkt fertig ist, zu schauen, inwieweit es Anforderungen und Ziele erfüllt. Bei der formativen Evaluation ist es wichtig, dass immer wieder viel Feedback gegeben wird und dass gesehen werden kann, welche Ergebnisse welche Konsequenzen haben. Ziel dabei ist die stetige Verbesserung im Hinblick auf die Erfüllung der menschlichen Bedürfnisse eines Produktes. Für jene von Ihnen, die ab und zu auch kochen, wäre so eine formative Evaluierung das Abschmecken beim Kochen, während eine summative Evaluierung das ist, wenn ein Restaurant bewertet wird anhand der Speisen, die dort den Benutzern angeboten werden. Jetzt gibt es auch zwei Arten von Tests, einerseits Expertentests und andererseits Tests, die User machen. Und beide sind essentiell, weil sie einander ergänzen. Die Experten haben den Vorteil, dass sie die Hintergründe kennen, dass sie viel Erfahrung mit ähnlichen Systemen haben. Und die werden dann durch das System durchgeleitet und können Schwachstellen entdecken, können das System beurteilen. Interessant bei diesen Tests ist insbesondere die Experteninspektion, wo anhand von Kriterienkatalogen, von denen es eine Menge gibt, in den Unterlagen sind solche auch genannt, hier verwendet werden und Kriterium nach Kriterium, wie in einer Rubrik hier abgehakt wird oder eben gesehen wird, was da noch nicht so ganz erfüllt ist. Ein anderer Weg der Inspektion ist die heuristische Evaluation, die wir uns bald genauer anschauen werden anhand der 10 Heuristiken von Jakob Nielsen. Ich habe schon gesagt, der Vorteil der erfahrenen Tester ist, dass sie nicht offensichtliche Einschränkungen gut erkennen können. Der Nachteil ist aber, dass sie eben nicht die Benutzer sind. Sie können sich nicht einmal so naiv machen wie zum Beispiel eine Person, die so ein System das erste Mal benutzt. Und insofern ist es auch wichtig, Expertentests und Benutzertests zu verbinden. Bei der heuristischen Evaluierung ist im Vordergrund eine Möglichkeit, eine Methode, die 10 Heuristiken nach Jakob Nielsen
zu versuchen nachzuverfolgen. Und daran ist interessant, dass die eigentlich das erste Mal schon 1994 erstellt wurden und zwar immer wieder angepasst werden, auch an mobile Usability, zum Beispiel an Usability von Videospielen, also durchwegs weiterentwickelt werden können. Aber die 10 grundlegenden Prinzipien sind die gleichen geblieben und die wollen wir uns jetzt ansehen. Die erste Heuristik betrifft die Sichtbarkeit des Systemstatus. Das heißt, ein User soll zu jedem Zeitpunkt wissen, in welchem Zustand das System ist. Es soll dazu Feedback gegeben werden können. Gute Beispiele dazu sind, dass zum Beispiel, wenn eine Überweisung getätigt wird, auch das System das Feedback gibt, Überweisung wurde durchgeführt. Schlechte Beispiele sind, dass wenn man zum Beispiel ein Webformular abschickt, dann nachher nichts geschieht. Man wird im Leeren gelassen, man weiß nicht, hat sich das System aufgehängt, ist was abgeschickt worden, bekommt womöglich auch noch keine Kopie dessen, was man geschickt hat. Das ist also keine gute Praxis. Solches Feedback zu geben bedarf natürlich Aufwand, ist aber eine gute Investition, weil dadurch das Vertrauen in das System erhöht wird, dadurch, dass viel Transparenz hergestellt wird. Also Benutzer wissen zu jedem Zeitpunkt, woran bin ich, was ist jetzt geschehen. Eine weitere wichtige Heuristik ist, dass die Software übertragenen Sinne die Sprache der Benutzenden spricht. Also es ist eine Übereinstimmung hier zwischen dem System einerseits und der realen Welt andererseits. Da ist es wichtig, die Wortwahl an die Benutzenden anzupassen. Zum Beispiel hatten wir da eine Erfahrung gemacht mit Leuten, die Dyslexie haben. Die haben wir gefragt, was sie mit dem Begriff Assistive Technologies oder Assistive Tools verbinden würden. Für uns als Designer, Informatiker war das klar. Das sind die Lupe, das sind der Screenreader, das sind einfach Assistive Technologies. Die konnten aber mit dem Begriff nicht viel anfangen. Wie wir dann erklärt haben, was das ist, sind wir gemeinsam auf das Verständnis gekommen, ja, hilfreiche Werkzeuge oder hilfreiche Tools, das verstehen sie sofort und klicken dann, wenn sie so eines öffnen wollen, sofort in die richtige Richtung. Man sollte auch auf keinen Fall annehmen, dass mein Verständnis eines Konzepts oder eines Begriffs sich mit jenen der User gleicht. Dazu und genau zu dieser Heuristik gibt es ein sehr gut gestaltetes Erklärungsvideo, das wir hier jetzt zeigen wollen, von der Nielsen Norman Group, die eine auch, würde ich sagen, sehr gut gestaltete Webseite hat. Eine weitere Heuristik ist die besagt, dass Benutzer Steuerung und Freiheit haben sollen und insbesondere, dass Ausstiegspunkte klar gekennzeichnet sind. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, möchte ich den gerne rückgängig machen und dadurch nicht die ganze Arbeit, die ich vorher gemacht habe, verlieren. Also ganz wichtig, ein Undo-Button oder ein Return-Button, sodass man Interaktionen rückgängig machen kann. Oder auch einfach experimentieren kann, was geschieht jetzt, wenn ich dorthin drücke. Und wenn ich weiß, ich kann das wieder rückgängig machen, bin ich viel experimentierfreudiger. Auch dazu ein Beispiel aus eigener Erfahrung, was geschehen kann, wenn das nicht gegeben ist. Ich habe einmal zu einer Zeit, wo ich wirklich sehr viel zu tun hatte, am Abend noch Folien erstellen wollen. Dann hat das Telefon geläutet, es ist jemand bei der Tür reingekommen. Ich habe mich ungeschickt umgedreht, bin irgendwie bei der Tastatur angekommen. Was ist passiert? Der Bildschirm hat sich gedreht. Ja. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, durch irgendeinen Tastendruck den Bildschirm wieder zurückstellen zu können. Auch das Abdrehen und Einschalten hat eben nichts gebracht. Es war doch eine leidvolle Erfahrung durch Kontakt, gute Kommunikation mit einem Kollegen, den ich dann erreicht habe. Der hat mir dann auch gesagt, mit welcher Tastenkombination ich das Ganze wieder reparieren kann. Mich sehr viel Zeit gekostet und Stress gebracht. Also Undo rückgängig machen unbedingt ermöglichen.
Eine weitere Heuristik ist, dass Konsistenz eingehalten werden soll und Standards eingehalten werden sollen. Also dieselbe Aktion soll immer wieder zum selben Ergebnis führen. Auch das, was wir in Deutschaufsätzen gewohnt sind, nämlich keine Wortwiederholungen zu machen, wird hier nicht eingesetzt. Es ist viel einfacher, sich etwas zu merken, wenn es immer mit demselben Begriff, mit demselben Wort benannt wird. Also Wortwiederholungen sind in dem Fall sogar willkommen. Weitere klare Heuristik ist, zu versuchen, Fehler zu vermeiden, also die Schnittstelle so zu gestalten, dass Fehler gar nicht gemacht werden können. Zum Beispiel bei einer kritischen Transaktion vorher nachzufragen, ob die tatsächlich durchgeführt werden soll. Oder zum Beispiel bei einer Datumseingabe einen Kalender zu wählen, sodass man kein falsches Format wählen kann, so ein Datum einzugeben und dann einen Fehler zu produzieren. Etwas, das zur Fehlervermeidung hilft, ist eine weitere Heuristik, nämlich dass die Gedächtnisbelastung der Benutzenden möglichst minimal gehalten werden sollen. Also es soll an einem Bildschirm möglichst alles das aufgelistet sein, was man zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich braucht, sodass man etwas erkennen kann, aber sich nicht wirklich erinnern muss, wie eine Aktion erfolgen kann. Auch ist dabei hilfreich, kontextsensitive Hilfe anzubieten. Eine weitere wichtige Heuristik besagt, dass man Flexibilität schaffen soll für eine effiziente Nutzung. Oft gibt es Unterschiede zwischen häufigen Anwendern, Anwenderinnen und solche, die nur gelegentlich ein System verwenden. Für die, die es nur gelegentlich verwenden, die soll man durchführen, soll man detaillierte Menüs anbieten, wo sie sich auch weiter durchklicken können. Das wäre aber mühsam für solche, die täglich so ein System verwenden. Da ist es gut, wenn man Shortcuts anbietet, die Möglichkeit gibt, solche selbst auch zu definieren. Weiters wichtig ist ein ästhetisches und minimalistisches Design, also so einfach wie möglich und alles weglassen, was irgendwie die Aufmerksamkeit an sich lenken kann, zu Punkten, die nicht essentiell sind. Auch eine weitere Heuristik besagt, dass gute Fehlermeldungen helfen, Fehler zu erkennen. Und da ist es gut, traditionelle Visualisierungen anzubieten, zum Beispiel ein rotes Stopp, wenn man hier nicht weitermachen soll, eine einfache Sprache und auch Tipps zu geben, wenn man schon einen Fehler gemacht hat, wie man diesen auch einfach beheben kann. Und die letzte Heuristik ist, dass Hilfe und Dokumentation angeboten werden soll. Dabei ist zu beachten, dass diese Hilfe einfach zu durchsuchen ist, möglichst mit konkreten Schritten belegt sein soll und optimal auch kontextabhängig ist, sodass man nicht zu viel durchsuchen muss. Das waren nun die Heuristiken und Beispiele dazu. Jetzt schauen wir uns kurz noch an, welche Möglichkeiten es gibt, wenn Benutzende ein System testen. Also echte Anwender. Das hat den Vorteil, dass fehlende Funktionen erkannt werden können. Es hat aber auch den Nachteil, dass Benutzer nicht genormt sind, oft bestimmte Befindlichkeiten haben, einen Bias haben, sodass die Ergebnisse manchmal auch nicht so gut reproduzierbar sind. Dazu hilft es, mehrere Benutzer, insbesondere solche verschiedener Benutzergruppen, hier auch zu den Tests, zu den Evaluierungen heranzuziehen. Und da gibt es Settings wie das Usability Lab, dann vordefinierte Usability Tests, Erhebungsmethoden wie Beobachtung, lautes Denken, wo an einem System gearbeitet wird und dabei mit Worten begleitet wird, warum jetzt wohin geklickt wird, was hier gesucht wird, sodass dann geschaut werden kann, ist der Weg sofort gefunden worden oder sind hier Umwege gegangen, bis man zur Lösung gekommen ist. Moderne Methoden sind auch das Eye-Tracking. Bei der mobilen Usability sind es sogenannte Heatmaps, die zeigen, wo am Bildschirm hingegriffen wurde. Jetzt, wo kann getestet werden? Im Labor hat es den Vorteil, dass man hier kontrollierte Bedingungen hat.
aber den Nachteil, dass man nicht den Alltag widerspiegelt. Also auch hier ist eine gute Regel, sowohl im Labor unter kontrollierten Bedingungen als auch bei den alltäglichen Arbeitsabläufen zu testen und zu evaluieren.